Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Jo. Wir haben das Rattengift bzw. diese Ratteninnereien da besorgt. Die müssen jetzt in die Whiskey Distillery bzw. in die Boyle Street Gang eingeschleust werden. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ne? Das klingt jetzt nicht nach allzu viel Aufwand. Von daher. Bis jetzt hat das, finde ich, auch ganz gut geklappt, bis auf diese beiden Manöver, wo so halb entdeckt wurden von diesen Zivilisten. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie ich das bei der Lumpengräfin anders lösen kann. Und hier unten, ja gut, das war halt Harakiri-Hau-drauf-Methode, ne? Oh. Guten Tag. Waren wir da schon? Können wir mich jetzt gar nicht dran erinnern, wa? Ey, ich kaufe nie wieder Bolzen. Nie wieder! Das ist doch... Das ist doch nicht nett, sowas. Verstehst du? Was ist denn das hier? Ah, Sackgasse. Charmant, charmant. Blood from the eyes. Scheinbar etwas derber Humor war. Dose mit Pratchett's Äpfeln. Nehme ich auch gerne mit. So, muss ich irgendwie wieder sauber runterkommen, ne? Flup. Guck mal, so ein Rattenspieß. Sehr nice, sehr nice. You cannot kill the Red Plague. Battle Street, das ist fast so ein bisschen wie Backstreet Boys, ne? Hat so den gleichen Charme, finde ich. So. Öffnen. Ja, muss ja, ne? Irgendwie muss es ja weitergehen. Und als erstes geht's mal hoch. Ne, bevor wir irgendwas anderes machen, holen wir uns hier noch einen Brandbolzen raus. Knochenartefakte und so. Ach, Knochenartefakte, danke. Und ob ich Angst habe, Laut ist kein gewöhnlicher Mann. Er wurde vom Outsider berührt, hat dunkle Kräfte erhalten. Der schlitzt dich auf, von da hinten. Die Überraschung wäre auf seiner Seite. Nicht umsonst wollen die Männer seinen Namen noch nicht mal flüstern. Er lebt im überschwemmten Bezirk, zwischen Weinern und wilden Hunden. Das sagt man. Der perfekte Schlupfwinkel für einen Auftragsmörder. Ja, klingt irgendwie logisch, ne? Also da wo einen keiner sucht. Ansonsten ist ja Quack. So, wir gehen natürlich hier schön über die Dächer. Kann ja nicht so viel passieren. A truly great name. Bestimmt. Rattendreck. Du hattest Glück. So gut aussehen, brauchst du kein Glück. Du hast ein Gesicht wie ein Hexenfisch. Kohle her und jammer nicht. Sag mal, wann kommt Slackjaw hier runter? Nicht vor der nächsten Elixierlieferung. Die checkt er immer. Dann pass besser auf, dass hier alles in Ordnung ist. Keine Sorge, die läuft so gut wie mein Glücksspiel. Hey, verschwinde, Idiot. Ja. Nicht schnell genug. Diese Ratte! Warum die sich jetzt gegenseitig? Ja. Das Miststück. Kann man machen, ne? Ist legitim. Aber nicht zielführend. Einen Schlüssel kann ich mir sparen, wenn ich irgendwie einen anderen Weg finde. Ich glaube, hier irgendjemanden auszuschalten, wäre irgendwie ein bisschen blöd. Im Sinne von, ich kriege ihn halt nicht gut versteckt.
Nicht schnell genug. Irgendwas Gutes gefunden? Ich weiß auch hier wieder nicht, wie die Routen untereinander sind. Ne? Wir müssen das jetzt mal ein Momentchen uns genauer angucken. Vielleicht können wir dann Rückschlüsse rausziehen. Der wird jetzt erstmal seine Kippe quarzen. Ich weiß halt nicht, ob der da jetzt rechts steht, statisch da steht, oder ob das eine sich bewegende Wache sein wird. Könnte natürlich auch da hinten eine Ratte übernehmen. Warte mal, kann ich das gerade zufällig on the fly lernen? Naja, brauche ich natürlich 3 Runen für. Ich habe eine Rune. Och, ne. Wir können die Nachtsicht mal mitnehmen. Also strategische Hinweise. Gegner durch Wände beobachten. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir das mal mit, ne? So, ich glaube, mit so einem Generalschlüssel ausgestattet sind wir ganz gut dabei, ne? Upsi. Nicht schnell genug. Okay, den Stolperdraht auf gar keinen Fall auslösen. So. Eigentlich auch logisch. Werbung für den Whisky, kann ich gut nachvollziehen. So geht ihr nicht zum Orden oder zum Oberaufseher, sondern woanders hin, wo die Aufseher so richtig religiös gemacht werden. Verrückt. Er will nur wissen, wo sein Bruder ist. Er schleicht rein. Kennst Eddie? Brillant, wenn er nüchtern ist. Ich erinnere mich. So. Bremsley-Auftrag. Ganze Nacht im Speiseaufzug. Ja. Er schleicht durch die Zimmer. Schlafende Kinder. Ein Aufseher hält Kindern einen Vortrag. Ein paar Leute trainieren mit den Hunden. Nichts Außergewöhnliches. Dann wird es seltsam. Eine komische Maschine. Eine Frau, die lacht. Lacht und lacht. Dann Musik. So ein Geklimper. Das hat ihn erschreckt. Und er war nicht betrunken? Sagt, er hört's nachts immer noch. Hat seinen Bruder nie gefunden. Na gut, ich würde sagen, wir sind hier oben erstmal in einer echter Schenkelklopfer, Rodney. Ganz guten Position. Jetzt ne? Bin ich dran. Na, lass hören. Na gut, pass auf. Der Edelmann schlief mit der Küchenmagd.
machten laute Geräusche beim Liegen. Seine Frau hatte indes das Schlachtermesser zur Hand und sorgte für Ruhe und Frieden. Oh ja, klar. Die Ehefrau hat beide erstochen. Ja, ja, ganz genau. Jetzt bist du dran. Lass mich mal nachdenken. So, ja, ich hab eins. Ganz Ohr. War einst ein Seemann aus Morley. Er liebte eine Frau so sehr, gab Geld ihr zum Dank, doch sie machte ihn krank. Das war's. Ihn gibt's nicht mehr. Hast gewonnen. Ja, ich kenne eine Menge alter Reime. Upsi. Ja, schief gehen können. Den locken wir aus. Oder? Da ist kein Interpedent, ne? Hast du was zum Rauchen oder Essen? Verschwinde, Idiot! Also, wenn jetzt nicht irgendeine Wache hier seine Route komplett verändert, müsste das eigentlich klappen, ne? Wenn man es so sieht. Zum Teufel glotzt du so blöde? Halt's Maul! So, jetzt haben wir zumindest mal den High Ground. Da ist einer. Das ist Knochenartefakt. Sehr nice Sache. Sehr nice Sache. Was gibt uns das denn Schönes? Kann man immer brauchen, sowas, ne? Würde ich mal stark behaupten. Muss jetzt natürlich nur runter. Oh, liebe Leute, ne? Ich muss mal einmal ganz kurz cutten. Muss nämlich dringend aufs Klo. Ich sag mal bis gleich. So, weiter geht's. Ungefähr 16 Minuten brauche ich jetzt, um die Folge voll zu kriegen. Das kriegen wir hin. Ich musste gerade dringendst aufs Klo, das war nicht mehr schön.
Stimmt, das wollte ich noch lesen hier, ne? Die Seuche. Ja, gut, ne. Schlimmer als die Pest hier. Erstaunlich logisch. So, was soll ich jetzt hier machen? Ach, hier gar nichts. Da drüben muss ich was machen. Ne, hier muss ich was machen. Ist alles richtig so. So. Hammer. Jetzt müssen wir nur zu Lumpengreifen zurück. Na gut, das müsste jetzt ja gehen. Den gleichen Weg zurück. Aber irgendwie möchte ich das hier nochmal ein bisschen durchforsten hier unten. Einmal 5 gedrückt. Hier ist so hell, hier fühle ich mich unwohl. Oh. Müssen die Ratten gewesen sein. Hast du das gesehen? Oder bist du wieder. Da war wohl ein stellbarer Ort, wa? Da hätte man sehen können, wa? Oh, das ist nur ein anderer Weg. Dann gehen wir lieber den, den wir schon kennen. Nehmen hier noch ein paar Münzen mit. Eigentlich ganz vielversprechend. So. Machen wir hier mal noch ein bisschen klar Schiff. In dem Sinne. Oh, ich habe die Sprengmine ausgerüstet. Ah. Das darf natürlich nicht sein. Hm. Na gut, noch einen Kupferlager gefunden. Und eine explosive Flasche. So Hemlock ist. Was zum Teufel glotzt du so blöde? Als Maul! So, jetzt wäre die große Frage, kommen wir hier genauso so mal schnell wieder durch, wie wir hingekommen sind? Ich speichere da sicherheitshalber nochmal vor, ne? Holen wir das erstmal in München an. Ey, hör mal, wie wollen die da reinkommen? Die müssen nämlich den Schallquadrat laden. Jetzt kommt quasi der schwierigste Teil.
dich muss ich warten. Jo. Alles klar, Herr Kommissar. Jo. Wie ein geölter Blitz, würde ich sagen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Viel genauer konnte man nicht mehr arbeiten, ne? Steht hier unten jetzt irgendwo einer? Nee, nicht für mich relevant. Zack, zur Bottle Street. The Bottle Street Gang, Junge. Oh, wenn ich das richtig sehe, hier drin, jetzt haben wir nur noch eine Rune hinter der Lichtwand, ne? Jetzt erstmal zur Lumpengräfin. Sie hat die Kekse nicht auf die Reihe. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Sehr nett, sehr nett. Steht hier eigentlich auf dem Boden. Send us food, not bullets. Erscheint mir erstaunlich sinnvoll. Wenn man mal drüber nachdenkt noch. Also das vertikale Level-Design ist halt echt genial, ne? Da bleibe ich aber nach wie vor. Hier waren wir überall schon drin jetzt, ne? Das können wir jetzt großzügig machen. Wir müssen halt im Wesentlichen da hinten wieder drauf, weil dann sind wir ja ungefähr da, wo wir bei dem Dr. Galvanis Haus sozusagen letztes Mal aufgehört haben. Das heißt, jetzt haben wir erstmal, wenn ich das richtig sehe, nur noch ja, genau, nur noch die Hauptziele sozusagen. Na gut. Dann gucken wir jetzt nochmal, wie wir das hier am schlauesten machen. Das Arenal habe ich mir jetzt noch nicht wirklich genau angeguckt. Also den frontalen Weg hier quer durch, den schließe ich mal für mich aus. Das ist Blödsinn. Wir müssen irgendwie außen rum. Also am besten so irgendwie hier unten durch oder da oben durch. Aber wie komme ich denn da am dümmsten rum? Habe ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin gefasst habe? Neue Nacht, neue Wacht mit dir. Eieiei. Jetzt sehen Sie auch mal schöne Unfugsgeschichten, ne? Das ist hervorragend. Wir konnten doch hier hinten war doch der Laden von dem Griff. Da konnten wir doch hoch, ne? Vielleicht können wir damit noch ein bisschen mehr überspringen. Ich gönne mir jetzt mal einmal so ein Mana-Elixier, ne? Aber im Extremfall nehme ich nicht plötzlich kein Mana mehr. Das lädt sich jetzt ja, glaube ich, wieder auf. Ja, dann gehen wir nochmal hier lang. Gucken uns das von hier mal genauer an.
Alles voll mit Ratten. Weiß aber auch nicht, ob das einer der guten Rattenschwärme ist, sozusagen, ne? Oder einer der schlechten. In der Akademie schneiden sie das Fleisch von den Toten und fangen die Blitze des Himmels ein. Ja, das klingt ja rührselig. Ja, wahrscheinlich kommen wir hier unten lang, ne? Sieht doch stabil aus. Ich weiß nicht, ob du einer von den Guten bist. So passt es auf jeden Fall. Gut. So kalt wie die Hand eines Walfängers. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Vergiss den. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Weiter. Was haben wir? 20. Und zwei Elixiere. Sah mir nach 25 aus. Hier, siehst du. 20. 5 für jeden, mit Bu. Soll ich in deinen Taschen gucken? Gib Ruhe, Jungchen. Nenn mich nicht so. Meinst du, kannst mich betrügen? Komm mal jemand hierher! Ich stech dich ab! Gucken wir uns das Theaterstück einmal kurz an. Das können wir, glaube ich, getrost ignorieren. So. Wir haben sie beide überquert bekommen. Jetzt stehen wir hier einigermaßen sicher. Auf dem Holger Square hier. So. Da müssen wir auch hin, ne? Aber hier soll auch irgendwo noch die Dingens sein, ne? Ach nö. Wieso liegt die denn da drin? Zack, Hammer. So, und wie wir den Rest hier zum Holger Square schaffen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.